Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Shadow of the Tomb Raider. Wir sind hier unterwegs. In der letzten Folge waren wir in einem Dingsbums hier. Ne? Also ich komme gerade nicht auf den Namen, aber egal. Und wir sind jetzt auf dem Weg zurück. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Denn wir haben eigentlich noch eine Nebenquest hier und die Hauptquest. Und ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich erstmal noch die Nebenquest machen. Was? Ich habe ein neues Basislager entdeckt. Tatsache da. Dann nehmen wir das mal mit für eine Schnellreise. Das ist immer gut. So, ja. Und, das hatten wir ja schon, ne? Nö, hat man nicht. So, damit ist es auch besser geworden. Und ich würde wahrscheinlich jetzt erstmal... Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Ui. Es zeigt Schafe, Lamas und Ziegen, obwohl ein einzelner Bauer normalerweise keine drei Herden unterschiedlicher Tiere hüten würde. Dieses eine Lama, allein auf dem Hügel, das muss der Inka-Gott Urkuchilai sein. Er galt als Beschützer der Tiere und wurde oft als Lama dargestellt. Das hier ist eine Huldigung Urkuchilais, mit der die einheimischen Hirten demjenigen danken, der ihre Herden beschützt und so ihre Lebensgrundlage bewahrt. Okay. Da wollte ich aber nicht hin. Ich wollte... Hier ist doch eine Krypta. Okay. So war das aber nicht gemeint. Ach, du Heiliger. Wir waren hier, glaube ich, schon. Wir waren hier schon. Doch. Wir sind hier durch. Das war... Wir waren hier schon. Wir waren hier schon, weil der Eingang, glaube ich, innen drin ist. Warte mal. Halt. Nee. Achso, und hier kommen wir nicht durch, weil hier fehlt Ausrüstung. Ah, okay. Gut. Und damit wir hier wieder rauskommen, war das nämlich der Fall. Ja. Ich verstehe schon, es war so. So. Hier waren wir schon. Wir wollen ganz schnell zurück. Ne, Lara? Wir wollen zurück. Warum man aber hier hin? Hier war irgendwas zum Aufsammeln, glaube ich. Genau, hier drinnen war Gold. So. Die Richtung stimmt da vorne nach links. So, dann sind wir in sowas wie Zivilisation wieder. Oh, was mit dir? Es nueva? Debería hablar con Abigail. Ach so. Insiste en hablar con los recién llegados. Haben wir schon. Haben wir schon. Okay, jetzt nicht hoch. Oh, warte mal. So, hier unten wollte ich nochmal hin. Aber ist doch schon ein bisschen traurig hier, oder? Seien wir mal ehrlich. Also ich wüsste nicht, ob ich hier wohnen wollen würde. Gut, wenn man nichts anderes kennt, ist das eine Sache, ne? Aber wenn man, ich kann die nicht angreifen, schade. Aber wenn man jetzt so von der Zivilisation hierher kommt, ja, ich weiß nicht. Ach so. Das ist gefährlich, Marco. Alles kann passieren. Ich suche nach Marco. Hä? Para qué? Ich will nur mit ihm reden. No quiere problemas. Ich will keinen Ärger. Ich suche Arbeit. Trabajo? Ah, sí, sí, claro. Also, bist du Marco? Dígame que Omar no le envió para molestarme. Como alguno de esos animales lastime a mi hijo, yo... Marco, ich gehöre nicht zu Omar. Glaub mir. Was soll das mit deinem Sohn? Como me golpeé la rodilla... Omar puso a Pablo a reemplazarme en la excavación. Dijo que como estoy a cargo de recursos humanos, es mi trabajo buscar un reemplazo o... Ansonsten müsste dein Sohn weitermachen. Sí,
Me preocupa que retenga a Pablo allá, aunque yo lleve a alguien. Nun, zum Glück hast du jemanden angeheuert. ¿Usted de verdad haría eso? Wir wollen doch den Boss nicht enttäuschen, oder? Gracias. Si ve a Pablo, por favor, dígale que estoy aquí. Okay, Banditensorgen zum Stadtrand gehen. Aber in letzter Zeit war... Zum welchen Stadtrand? Das ist nicht der Stadtrand. Huch. Oder ist das hier... Hä? Ich glaube, jetzt ist nicht aktiv, ne? Da muss ich hin, okay. Okay, ich probiere es mal. Ah, ich sehe es auf der Karte, gut. Mit ihm könnte ich reden, brauche ich jetzt aber nicht. Hier kann man nicht tauchen. Guck dir mal diese Ölpipeline hier oben an. Und hier ist eine Höhle. Oh, warte mal. Komm, gib mir. Ja, los. Jawohl. Volle. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ach, schade. So, wo sind wir jetzt? Ah, wir sind vielleicht sogar auf dem Weg dahin. Mehr oder weniger. Was ist das? Okay, wir wären mal so nicht hochgekommen. Wir sind aber nicht auf dem Weg, den ich eigentlich sein wollte. Jemand hat den Weg verbarrikadiert. Ja, wir machen mal ein paar Feuerpfeile wieder. So, okay. Dann gucken wir mal hier. Dann werde ich wieder total abgelenkt. Was ist das? Okay, neue Lagerorte für irgendwas. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Wie war denn das? Wir können es ja nicht benutzen. Wir haben alles gut ausstaffiert. So, was sagt er uns jetzt hier? Möge Vaters Wunsch nach Macht gestillt werden, wenn wir ihm in die jenseitige Welt folgen. Okay. Hier geht's wohl nicht weiter. Oh, Scheiße! Oh Gott, nein! Okay. Probier. Oh, Scheiße! Was sagt sie denn da? So was sagt man noch nicht, Laura. Oh Gott, nein! Laura! Oh, hoch mit dir. Laura. Oh. Laura. Ach, ist doch egal. Ich wollte eigentlich hier gar nicht sein. Man hat mich gezwungen. Dieser Raum hat sich besser gehalten als der Rest der Höhle. Neuen Ort entdeckt. Überreste sie in meinen Stiefeln. Neue Ausrüstung erhalten. Okay.
Okay. Sorry. Aus Versehen. Aus Versehen. Wie kommen wir denn jetzt eigentlich wieder raus? I see. Was? Aber warum hat sie da Hä? Nee. Da lang. Wir haben es doch jetzt schon, ne? Ja, ist geöffnet. Wow. So, komm. Und hoch. Phew. Ich frage mich immer, wie man so eine Level designen kann, ja? Weil, das muss ja alles irgendwie aufeinander abgestimmt sein und... abgestimmt. okay, ich bin wenigstens da, das ist gut. Ah, okay. Doppelklick. Wow. So, eigentlich, wie gesagt, wollte ich hier gar nicht drin sein. Das war alles aus Versehen. Das sollte so nicht sein, was wir gerade eben gemacht haben. Aber gut, wir haben jetzt Dinge bekommen. Und das ist ja auch nicht schlecht. Also wir haben irgendwelche 7-Meilen-Stiefel... Laden. Okay. Wir haben jetzt irgendwelche 7-Meilen-Stiefel bekommen und das ist gut. So. Ich glaube, das war der... Ja, das war der richtige Weg. Ich sammle die Sachen jetzt nicht mit. So, und eigentlich wollten wir zur Stadtgrenze. Die ist, glaube ich, hier noch ein Stück weiter. Lä. Na? Oh, mit einem Frosch. Oh, warte mal. Oh, hier haben wir noch einen älteren Herrn. Hallo? Este pueblo estuvo una vez bajo el ala y la atención del cóndor. Pero dejamos que el águila lo ahuyentara. Ich verstehe nicht ganz. Yo tampoco. Nos perdimos en nuestra búsqueda. Pensé que seríamos más felices con monedas en los bolsillos. Pero el águila también se llevó eso. Adler. Okay. Schauen wir mal. Ich soll hier aber trotzdem... Ah, hier hinten. Ich kann hier irgendwo links rum. ¿Escuchaste? Oh, was da? Ah, ne, sie hatten wir schon. Hier, ne? Hier hinten geht's durch, okay? Waren wir hier nicht schon? Zumindest waren wir hier gucken. Glaube ich. Ja. Hier waren wir schon gucken. Hier haben wir das schon gemacht. Aber hier waren wir noch nicht drin. Oder? Was ist das? Oh. Oh mein Gott. Ayuda, por favor. Bist du okay? Me perseguirán. Bist du Pablo? Sí. Alles okay. Dein Vater schickt mich. Er ist bei Abby. Geh hin und triff ihn dort. Die Typen übernehme ich. Gracias, muchísimas gracias. Oh. Ey, echt Kinder. Verschwinde von hier. Das finde ich zum Beispiel mit dem Modder, finde ich, so richtig genial gemacht hier, ja. So, Banditen sorgen, die Arbeitsstätte in der Krypta betreten. Was? Das klingt gar nicht gut. Ich glaube nämlich, dass keiner was von Pause gesagt hat. Zurück an die Arbeit. Ja. Lo siento, pero no sé qué más quieren de mí. No voy a motivar a la gente a la esclavitud.
sicher einen Weg, sie zu motivieren. Scheiße. Shit. Was ist in ihn gefahren? Wir waren immer 10 Leute pro Woche. Ich glaube, es ist sein Bruder. Immer Gewerkschaft hier, Gerechtigkeit da. Bla, bla, bla. Wo ist der andere? Sind das die Funde überhaupt wert? Auf dem Schwarzmarkt, definitiv. Stimmt. Fast 100% Aufschlag, egal was wir besorgen. Der ist sichtbar. Der aber nicht mehr. Huiuiui. Was? Wieso muss ich ihn jetzt der rechte, also mittlere Maul? Was piept hier? Ah! Das ist die Köderbombe. Ich Idiot! Dafür habe ich nicht genug Platz. Das war die Köderbombe. Ich sammle erstmal hier alles ein. Sieht erstmal gut aus. Hier kann ich mich irgendwie rüberschwingen. Vermutlich. Da liegt was. Okay, das war ein bisschen seltsam, aber Schrapnellgranaten. Ah. Letzte Warnung! No nos quedaremos sin hacer nada. Esto fue la gota que derramó el vaso. Geht zurück! Más les vale que lo dejen ir ahora mismo. Sus armas no los protegerán más. An die Arbeit oder stirbt! No vamos a dejar que nos amenacen. Glaubt ihr, bleibt nur? Son una cola de ladrones. Ich mein's ernst, ich töte ihn! Ya nos llevaron al límite. Zurück! Suéltenlo, o si no... Genug! Verdammt, sie macht ja... Ich brauche eine bessere Deckung! Ja... Kontakt! Ich brauche jemanden im Schuss! Das kannst du doch! Sichern! Für Angriff bereit! Er schießt sie! Position gefüllt! Hui! Warte mal kurz! Ich glaube, sie ist abgehauen! Nein, ist sie nicht! Überprüft eure Waffen und dann findet sie! Okay. Leckst du deine Wunden? Ja. Leckst du deine? Na komm. Wo ist er denn? Alles klar. Ich muss zurück zum Dorf. Ach so. Okay. Gut, es ist besser gelaufen als gedacht. Ne? Wir gucken aber erstmal, ob wir hier noch irgendwas mitnehmen können. Huiuiuiuiui. Haben die das überhaupt überlebt, die ich da gerettet habe? Es sieht danach aus. Hallo? Pack deine Sachen und geh zurück ins Dorf. Bendiciones. Okay, die haben wir anscheinend wirklich gerettet. Die haben mich ein bisschen übertölpelt gerade. Das Problem ist, ich habe es einfach nicht so schnell geschnallt, die Waffe zu wechseln. Eine ganz einfache Geschichte. Was haben wir denn hier eigentlich? Komm, komm. Da ist ein Relikt drin. Okay, das nehme ich mir.
Mal schön ordentlichen Müllbeutel. Hier ist nichts. Was ist hier? Ein Opfermesser der Inka. Okay. Das ist eine billige Plastikkopie der Messer, mit denen während des Inti Raymi, dem Fest des Sonnengottes, traditionell Lamas geopfert wurden. Na toll. Gelegentlich wurden diese Messer außerdem für Trepanationen benutzt. Die Inka glaubten, bestimmte Krankheiten könnten geheilt werden, indem man ein Loch in den Schädel bohrt, um den Druck zu verringern. Na toll. Toll, toll. Okay, aber wir haben jetzt ein Relikt eingesammelt, das ist gut. Damit hätten wir nämlich den Teil hier auch. Das ist. Wie sieht's denn aus? Banditen sorgen 55%, wir sollen zu Marco zurückkehren. Das machen wir mal. Jetzt ist die Frage, kann man. Nee, ich glaube, Schnellreise können wir nur von den Schnellreiseplätzen aus machen, ne? Oder? Wie ist das jetzt? Kann ich zu so einem Lager? Nee, also ich brauche immer erst ein eigenes Lager in der Nähe, um von dort eine Schnellreise zu anderen Lager zu machen. Okay. Ja, der konnte ich leider nicht helfen. So. Ach, das sieht so cool aus. Mir ist es schon bei anderen Spielen aufgefallen, wenn Schnee simuliert wird, ne? Also, das haben die wirklich schon gut im Griff. Und das macht es so erst noch so realistischer, ne? So. Oh, die FPS geht hier ein bisschen in den Keller. So, zurück zu Marco. Wer bist du hier? Ach so. Ich bin Kalle. Das waren die Touristensachen hier, okay. So, komm. So, da hinten. Und sein Sohn ist da. Sehr gut. Pablo me dijo lo que hizo. No sé qué decir, solo gracias. Schon okay. Hace muchos años, cuando mi abuelo era niño, vinieron unos hombres que querían talar en los alrededores de la aldea. Todos tenían miedo de enfrentarlos, menos mi abuelo. Un muchacho de 15 años, con un arma vacía, defendió la aldea e hizo que hombres que lo doblaban en tamaño regresaran por donde habían llegado. Manchmal kann der Mut von einem die Feigheit von Dutzenden aufwiegen. Aún tengo el arma que él llevaba entonces. Quiero que la conserve como símbolo de valentía yeah. y de mi gratitud. Solltest du sie nicht Pablo geben? Mi pequeño quiere ser doctor como su mamá. ¿Y usted cómo es que se llama? Lara. Ya tengo una nueva historia para contar, Lara. Gracias. Sehr gut. Flussfalke. Unwillkommene Gäste und Nachbarschaftshilfe. Wie ist das jetzt mit der Quest? Die war da nur auf 55%. Sie ist komplett abgeschlossen. Banditensorgen. Ah, sehr gut. Pass auf, wir gehen noch zu einem Lager. Was ist das hier eigentlich mit dem Dokument? Warte mal. Ich markiere das mal hier. Wie ist das hier? Wegpunkt setzen. So. So, irgendwo da unten ist ein Dokument. Kommt da jetzt was? Jetzt. Sehr geehrte Miss Ortiz. Auch wenn Ihr bemerkenswerter Einsatz für Kuvak Yaku durchaus Anerkennung verdient, weist Porvenir jegliche Verantwortung für den entsetzlichen Zustand des Dorfes von sich. Vielmehr ist unser Vorstand in Übereinstimmung mit Ihrem örtlichen Regierungsvertreter zu dem Schluss gekommen, dass uns keine andere Wahl bleibt, als rechtliche Schritte gegen Sie einzuleiten, sofern Sie Ihren verleumderischen Kreuzzug gegen uns nicht einstellen. Gezeichnet Roberto Lavilla, Geschäftsführer Porvenir. Ja, so ist das.
So ist das leider. Ach Mensch, ist das ärgerlich. Aber hier ist Lara, warte. Ja, die Leute mit Geld, ne? Ach Mensch, Scheiß. So, wir gucken mal. Inventar. Wir haben eine neue Waffe. Wir schauen uns die mal an. Das ist die, die wir schon aktualisiert haben. Und das ist die, die wir jetzt bekommen haben. Guck mal, der Flussfalke. Der ist natürlich... Der sieht natürlich besser aus als unsere... kann man das wieder abmontieren? Hier den Schalldämpfer. Ich glaube, der ist einfach nur, ne? Ja, kriegen wir hin. Das Gewehr kann auch wieder, weil wir die Ressourcen haben. Aber wahrscheinlich wichtiger ist unser Bogen, den wir nicht aktualisieren können. Okay. Achso, Moment. Und wir haben noch eine Waffe. Waffe hier. Klamotten. 7 Meilenstiefel. Kosten. Warte mal. Legendären Händen. Kann ich mir angucken, wie es aussieht? Nee. Warte mal, das sind Rennen ist leiser, wodurch Lara schwieriger zu entdecken ist. Und das hier gewährt zusätzliches Fett, Schwarzpulver, Bergungsgut aus jeder Quelle. Aha. Achso, 7 Meilenstiefel aus dem Besitz eines legendären Händlers, der damit angeblich 3-mal um die Welt gereist ist. Eingenähte Goldtalismane ermöglichen das Sammeln von mehr menschengemachten Ressourcen aus jeder Quelle. Gut, das bringt mir jetzt persönlich keinen Benefit, ne? Und ansonsten können wir jetzt eine Schnellreise machen. Zu jedem Ort. Ah. Interessant. Interessant. Wo waren eigentlich das, was ich eigentlich suche? Der Absturzort, ne? Guck mal, da ist ja hier noch Flugzeugwrack. Dann war ja hier noch, was ist, bist du? Da sind wir noch nicht hingekommen. Ich glaube, wir werden mal in der nächsten Folge uns die Sache einfach mal angucken. Was wir hier hinten durch Schnellreise nochmal sehen, ne? Wie wir da hinkommen, was wir da machen können und was wir vielleicht übersehen haben. Das würde mich nämlich mal brennend interessieren. Jedenfalls hier an der Stelle machen wir ein Folgenpäuschen. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Firefox.